Hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Gebäudebrand nach Kurzschluss. Wir gucken mal, was da los ist. Wo denn hier? Irgendwo hier. Ich sehe es nicht. Okay, alarmieren wir erstmal FF4. FF4 und FF2. Und BF2. Wo auch immer das hier ist. Ach da. Kein Wunder, dass ich es nicht sehe. Die Gärtnerei brennt mal wieder. So, Drehleiter hier in Stellung. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. FF4 doch nach hier. Das freut sich. Und da sind sie raus. Ihr könnt euch schon mal mit PA ausrüsten. Den kann ich gerade nicht auswählen, aber dann mache ich das hier unten schon mal. Du rüstest dich bitte während der Fahrt. Immer mit PA aus. Die kann ich auch mal gleich upgraden. Hier wird sich auch immer mit PA ausgerüstet und da auch nicht, weil der 2er ist für TH zuständig. Fahrzeug 41 hört. Der Typ der Wache 2 ist gleich vor Ort. Ich stehe ja eh auf der Busspur. Dahin. Nach hier ungefähr. Auf dem Weg. Fahrzeug 10. Du fährst nach hier drüben, bitte. Nach hier. Fahrzeug 10. Geh leider nach da. Fahrzeug 21. Warte mal, da, du fährst ein Stück vor, das LRF. Fahrzeug 21. Fährt hier hin und macht die Busspur dicht. Fahrzeug 4. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Absetzen. Absetzen. Einer bitte unter PA. Und der baust du dich direkt auf. So, Leute, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Steht wahrscheinlich im Videotitel. Das hier ist Version 1.2. Ein lieber netter Zuschauer war so freundlich, mir das zukommen zu lassen. Und ja, ab jetzt spielen wir 1.2, nicht mehr 1.1. Finde ich gut, freue ich mich drüber. Gut, du baust dich bitte auf. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Auf dem Weg. Oder auch nicht. Mitgemacht. Geht nicht. Was gibt's? Noch mal Minus. Du setzt schon mal deinen Verteiler. Wird ausgeführt. Ja. So, du startest schon mal die Pumpe. Wieso kann ich die denn nicht aufbauen? Dann steig mal einmal. Ah, jetzt. So, dann kannst du direkt wieder so machen. Du gehst mal hier so hin und jetzt noch FF4 mit Staffel bloß leider, schade. Zweimal unter PA, denn ihr beide noch Schlauch. Auf dem Weg. So, auch wenn hier glaube ich PA nicht unbedingt vonnöten ist, aber trotzdem. Wird gemacht. Und du holst Wasser von, irgendwo war doch da. Wird gemacht, ja, schon unterwegs. So. Du in den Korb. Schon unterwegs. So, du holst hier noch einen Schlauch. Verstanden. Gucken, wie weit er kommt. Den da kann er leider nicht löschen. Wird gemacht. Aber ich kühl das mal ein bisschen mit der Drehleiter. So, hast du dir jetzt einen Schlauch geholt? Hol dir mal einen Schlauch. Ah, das war der falsche. Ja, wird gemacht. Also wild. Auf dem Weg. Kein Problem. So. Was gibt's? Du an den ran und du setzt mal dein Verteilerchen. Ja. Und du holst hier das. Verstanden. So, Version 1.2. Endlich komme ich damit auch mal um die Ecke. Ich würde sagen, nach diesem Einsatz hauen wir direkt mal einen Gefahrguteinsatz durch. Der wurde sich ja jetzt mittlerweile schon so oft gewünscht. Das glaubt ihr gar nicht. Ich komme da gar nicht ran. Achso, nee, hehe, ich komme da nicht ran, weil Pumpe nicht gestartet ist. Jetzt komme ich da ran. So. Ich wäre für einen Gefahrguteinsatz. Was brennt denn da jetzt? Das Auto. Lösch mal das Auto, sonst fällst du gleich um. So. Selbst während hier. Nee, wenn der Einsatz fertig ist. Machen wir mal einen kleinen Gefahrguteinsatz. Ist ja jetzt auch der richtige, nicht der, den keiner sehen will. Aus der Version 1.1, also der Verkehrsunfall. Zufall, Gefahrgut. Aber jetzt haben wir ja gar, können wir gar keinen Verkehrsunfall mehr auslösen, ne? Das ist ja doof. Ah, Schrotthändler, vielleicht finden wir ihn ja irgendwo. Nein,
9. 9. Da ist er. Da ist der Schrotthändler. Geil, ne? Geil. Mit Schrotthändler-Feature. So, fertig? Ja. Ja, wird umgehend durchgeführt. Baut er ab? Nö. PKW gelöscht. Oh, es tut mir leid. Da habe ich mich irgendwie gerade ein bisschen verschluckt. Ich weiß nicht, wie das kam. Gut, dann spulen wir mal ein bisschen vor, damit das hier ein bisschen schneller geht. Wie weit kommst du da rum? Kannst du da vielleicht noch mitlöschen? Bin unterwegs. Oh, ich muss mal niesen. Ah, das haut rein. Das haut richtig rein. Ah, Uiuiui. So. Sehr schön. So. Minus. Du kannst auch wieder runterkommen. Feuer-PKW auf Autobahn. Das ist Fall für Wache 3. Fahrzeug 25. Weil die BF ist im Einsatz. Und. Sofort. Ja. Die müsste erst hier hinten rumfahren. So. Bis sie überhaupt da wären. Da ist das so oder so ein Fall für Wache 3. Mal sehen, ob ich rechtzeitig komme. Ich kann die Autobahn-Polizei ja schon mal holen. 5. BRB-Pol. So. Ja. Du einmal. Minus. Wird ausgeführt. Du auch. Minus. So, denn hier nochmal. Ja, alles klar. Ablegen. Ist in Arbeit. Du kannst hier schon mal. Minus machen. Was gibt's? Du machst hier Minus, du machst trotzdem weiterhin Minus. Und du kannst dich schon mal abbauen. Wird umgehend durch. Genau. So, kannst du sagen? Was nee. Gibt's? Minus. Bestätige. Du legst Alles den klar. ab und holst schon dir den unterwegs. Und du sagst Höre. Minus. Ist in Arbeit. Minus. Gut. Drehleiter kann Fahrzeug einrücken. 10. Status 2. Fahrzeug Status 49. 2. Status 21. 2. So, ich muss hier, glaube ich, gleich mal Einsatzstopp reinhauen. Und ihr Status 2. Feuerwehr ist gleich da. Fahrzeug 27. Ich hoffe, dass das jetzt plus RT war. Whisky. So, du stellst dich mal nach Bin da. Unterwegs. Whisky. TLF, sehr schön. Finde ich gut, dass direkt auf die Autobahn das TLF fährt. So, absetzen. Vom TLF bitte einmal schnell Schnellangriff. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Sehr schön. Leg mal deinen Verteiler. Du holst hier. Du einmal unter P. Scheiße, ich habe kein PA vor Ort. Hahaha. Ist natürlich doof. Egal, das kriegen wir auch so hin. Was gibt's? Bin unterwegs. Steht natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Aber macht ja nichts, ne? Whisky. Whisky. So. Hör mal auf, das hier andauernd aufzubauen. Ich will das hier. So. Ich kann die nicht mal runter von der Autobahn leiten. Weil das DLF die Spur blockiert. Aber egal, macht nichts. So, wir haben hier noch einen RT. Und danach hauen wir mal einen Gefahrgutunfall rein. Daher. Hallo? So, jetzt. Einmal Einsatz, Stopp. Sehr schön, Feuer aus. Minus. Kannst den hochnehmen. So. Ich muss jetzt einmal kurz Richtung Osten die innere Bahn. Richtung Osten die innere Bahn einmal kurz sperren. Ja. Weil. Nein, falsch. Schon unterwegs. Minus. Bestätige. Es ist nicht sinnvoll, den Schlauch wieder an das Fahrzeug anzuschließen. Ist ja geil. Ja. Fahrzeug 29. So, Status 1. Whisky. Jetzt positionierst du dich hier. So. Fahrzeug so, und du 29. fährst jetzt nach hier. Auf dem Weg. Ohne Sondersignal, bitte. Fahrzeug 29. So.
Sehr schön. Du baust deine Warntafel auf. Die linke Spur habe ich sowieso gesperrt. Absitzen. Ja? Du jetzt machst mal so. Und du, bei Licht. Was gibt's? Auf dem Weg. Die sitzt im Auto. Auch wenn das gefährlich ist, da könnt ihr trotzdem eine hinten raufballern. Gut, aber die linke Spur ist ja eigentlich gesperrt. Da sollte eigentlich nichts passieren. Oh, scheiße, den habe ich ja total vergessen. Brauche ich jetzt bestimmt auch einen Notarzt. Hol ich den schon mal. Wenn das nicht sogar von Anfang an Notarztalarmierung war. Fahrzeug 23. So. Nee, war bloß ein Trauma. Da Bielefelde kann persönlich transportfähig machen. Es tut mir leid. Fahrzeug 29. So, ihr könnt aber aussteigen. Ja. Du einmal daran. Bin unterwegs. Zack. Aber an den da. Und dann befüllen wir den einmal. Fahrzeug 29. Wie viel Liter hat er eigentlich? Wasserstand 4.696 Liter. Wie viele gehen da rein? 5.000? Ich glaube, ne? So. Ich kann ja mal das Segway zeigen. Segway, ich alarmiere mal das Segway. Damit ihr auch seht, dass es wirklich Version 2 ist. Also 1.2 ist ja nicht Version 2. Fahrzeug 29. Wird schon mehr? Ach nee, ich muss dann wahrscheinlich doch noch Pumpe starten. Jetzt müsste es aber mehr werden, ne? Ja, 4.000. Habe ich nicht eben gerade Blaulicht gehört? Blaulicht gehört vor allem, ja. Das darf sogar, ich muss hier hinten rumfahren. Mann, ey. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Sowieso die Wegfindung von denen manchmal auf der Autobahn ist echt merkwürdig, muss ich sagen. Wirklich echt merkwürdig. So. Was sagst du hier? Du kannst ihn immer noch nicht transportfähig machen. So. Achso, gestern kam ja eine kleine Special-Folge. Voll. Wasserstand 5000 Liter. Sehr schön. Was gibt's? Minus. Wird ausgeführt. Sofort. Höre. So, ihr beide könnt schon wieder. Obwohl, ich drücke einfach Status 2. Gut, du einfahren und start. Nein, nicht einfahren und ausfahren, sondern einfahren und Status 2. Sehr schön. Gut, den hier haben wir gleich abgearbeitet. Du kannst schon mal deine Trage holen. Dann löse ich den einfach gleich schon mal aus. Eigentlich wollte ich das direkt zum Anfang der Folge machen, aber da kam ja das Feuer dazwischen, weil Anton hat vergessen, einen Stopp reinzuhauen. Aber macht ja nichts, er wird die Folge halt ein bisschen länger. Wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 15 Minuten? Weiß ich jetzt gar nicht. Hätte ich gucken sollen, habe ich vergessen. Egal, ziehen wir durch. Selbst wenn es eine halbe Stunde wird, die Folge. Macht nichts. So, jetzt ziehen wir durch. Gefahrgutunfall. GSG, unbekannter Gefahrstoffaustritt. Ach du Scheiße, das wieder. Gut, ich brauche hier dringend Polizei. Ganz schnell Polizei. Warum ich hier Polizei brauche? Weil die von hier kommen und da immer wieder reinlaufen. Und das muss ich verhindern. So, dann brauche ich ganz dringend diese Wache. Fahrzeug 33. Diese Wache. Fahrzeug 25. Ja, den alarmiere ich das schon mal dahin. Nach hier. Also kann ich ausrücken, macht nichts. Dann brauche ich noch das WLF. Na komm, alarmier. So. An sich können wir das TLF direkt dahin schicken. Fahrzeug 29. Ja, genau, das kann da direkt die Straße dicht machen. Schon unterwegs. So. Ich muss da so schnell wie möglich mit Dichtmaterial ran. Ich muss die hier alle irgendwie einsammeln. Einer läuft da. Das ist nämlich auch ansteckend, das Zeug. Ich habe ja schon mal gestern eine Runde gespielt und genau nur einen Gefahrguteinsatz gemacht und genau den hier gehabt. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr. So, hier, da. Fahren wir noch da. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, ich weiß. Oh Gott, ich glaube, das hat man jetzt sogar gesehen. Gehört, meine ich. Oh Gott. Ey, der geht einfach dran vorbei. Was ist das für ein Assi? Du wirst jetzt festgenommen, kannst vergessen. Schon unterwegs. Festgenommen. Gehst einfach an der Polizei vorbei. Was denkst du dir? Ist raus.
Wache 3 ist raus. Der muss noch den AB-Gefahrgut aufsatteln. Oh, ich habe jetzt... Was habe ich hier vergessen? Oh, da steht noch ein Mensch. Ein Mannequin. Macht nichts, du kannst hierher laufen kommen. Bin unterwegs. So. Du, es tut mir leid, dass ihr denn verseucht werdet. Aber absetzen... Da ist auch egal, ob mit PA oder ohne. Da brauche ich definitiv CSA. So, du musst den nach hier bringen. Nach hier an die Ecke, bitte. So, du schnappst dir den da, bevor hier noch eine extrem große Aus... Ach nee, passiert gar nichts. Sehr schön. Sind nicht ansteckend. Dann war das... Dann war, ist das jetzt ein anderer Stoff, der hier austritt. Sehr schön. So, absetzen. Gut. Ihr zwei... Und der PA. November. Du fährst nach hier und machst hier dicht. Bin unterwegs. Wo ist mein Dekon? Den habe ich hier unten hingestellt, ne? Irgendwo. So, da kommt noch einer, da ist einer. Okay. Da ist mein Dekon. Den Dekon mal nach hier, bitte. Fahrzeug 32. Hätte ich gern, dass sie hier Dekon. Nee, hier auf dem Parkplatz. Hier auf dem Parkplatz ist auch gut. Und du ja? Sollst dir den da holen, bitte. Los geht's. So, ist hier noch einer irgendwo? Nö. Hier da drinnen gammelt noch irgendwo einer rum, aber den hole ich später raus. So, ihr beide, Fahrzeug CSA, bis da... Bis mein Dichtmaterial kommt. So, mein Dichtmaterial ist auf dem Weg. 7. So, einmal den anmachen. Dichtmaterial nach hier, aber der muss bedenken, dass er einmal außen rumfahren muss, ne? Also fährt er jetzt erstmal nach da. Ja, nochmal. Schade. So. Fahrzeug 7. Und jetzt fährt er ohne Martin Horn. Guten Tag, ich bin Martin Horn. Und wo ist hier doch noch einer da? Zum Parkplatz, bitte. Fahrzeug 32. Nein, du bleibst noch hier zum Parkplatz. So, scheiß drauf, bau mal einfach einmal auf. Ihr müsst da nämlich jetzt rein. Danach könnt ihr gerne weiterlaufen. Vier Mann können da gleichzeitig dekontaminiert drin werden. Oder neun von meinen eigenen Leuten. So. Jetzt brauche ich... Der ist schon hier oben an der Ecke. Ja, ich muss den ein bisschen steuern, damit er auch von der richtigen Seite anfährt. So. Oh, Adipositas. So, ITW. Fettrett. So, ist ja zum Glück nicht ansteckend. Was würde ich bloß machen, wenn das ansteckend wäre? Wahrscheinlich total in Panik verfallen. So, wo ist er denn jetzt da? Fahrzeug 7. So, dann komm mal her. Hier. Kannst du einmal dich hier so hinstellen? Die Absperrung scheint auch mittlerweile hier zu helfen, weil vorhin ist er ja hier einfach so dran vorbeigegangen. Aber mittlerweile geht's. So, einer unter CSA kann da schon mal rein. Kann da gar nicht, kann man da nicht rein? Bei mir war so, als wäre da auch noch einer gewesen. Gehen wir nach da. Okay, der ist abgesattelt. Dann holst du dir mal Dichtmaterial. Dann machen wir das als erstes mal dicht. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Einsatz. Würde ich fast behaupten. Was soll da noch großartig kommen, ne? So, du kannst das schon mal wieder abbauen. Ihr lauft zu eurem Auto. Hier hinten. Bin unterwegs. Wieder bloß in Staffelbesatzung hier. Was ist denn hier los, Leute? Keine Probleme zu sehen. Seid ihr zu arm. Auf dem Weg. So, du hast Dichtmaterial, dann geh mal dahin. Und mach den Kanister. Nein! Leck mir doch an die Tasche. So, abbauen, aufbauen. Okay, es war ein bisschen Fahrzeug unglücklich aufgebaut, aber macht ja nichts. Ja? So, du. Auf dem Weg. Fahrzeug 27. Aussteigen einmal bitte. Fahrzeug 27. Du, ihr auch, da hätte auch einer gereicht, aber ist egal. Einmal die Trage bitte. Wird umgehend durchgeführt. So, du fängst den jetzt ab. Auf dem Weg. Los geht's. Ist ja gut, dass das nicht ansteckend ist. Sehr schön. Da ist noch einer. Den könnt ihr auch noch abfangen. Steigt mal aus. Gut, aber dann müsste das ja eigentlich gewesen sein, ne? Würde ich fast behaupten.
wenn denn alle dekontaminiert sind. Ja. Jetzt vibriert hier auch noch mein Handy. Langweilig, war bloß eine Gruppe. Ja, manchmal sind Gruppen auch wichtig, aber trotzdem. Es war nur eine Gruppe. Gut, ja, du da rein, du Fahrzeug ab nach Hause. Und du auch ab nach Hause. Und du, Krankenhaus. Sehr schön. So. Du da rein. Und ihr könnt abrücken. Fahrzeug Status 36, 2. Fahrzeug 7. Du sattelst den noch auf. Fahrzeug 29. Fahrzeug 25. Status 2. Hotel, Hotel. Du lässt den mal frei und dann auch. Status 1, ihr könnt nämlich auf Streife gehen. Du auf Route 1 und du auf Route 2. Dann habe ich wenigstens ein paar im Streifendienst. Du kannst auch abdampfen. Und ja, der hier unten kann auch abdampfen. Der steht ja ein bisschen unglücklich hier, aber ist ja egal. Du bitte auch unter Feuer ausrücken. Ich rück immer mit Feuer aus. So, und du auch Status 2. Und ich muss schon wieder niesen. Aber jetzt habe ich es unterdrückt gekriegt. Man soll das ja nicht unterdrücken, aber trotzdem, ich habe es unterdrückt. So, das Segway wollte ich noch zeigen. Schon unterwegs. Der rast herum. Und dann ist das quasi wie ein Taucher ohne Taucherflossen. Der ist genauso lahmarschig. Zack, da ist er drin und dann kann er da tauchen gehen. Falls mal was sein sollte im Schwimmbad, ist das schon ganz geil. Muss man ja mal sagen, ne? Jetzt geht er da runter. Hört sich auch so an, als wäre er ein richtiger Taucher, aber ist er gar nicht. Ist er gar nicht. So ein Betrüger. So. Steig mal ins Auto ein. Ja. Das war's von der ersten Episode von Emergency 4 Bibelfelde 1.2. Hat mich sehr gefreut. Es war ein Gefahrguteinsatz dabei. Es war ein Brand dabei. Wir haben sogar gesehen, dass mittlerweile... Das zeige ich das nächste Mal nochmal. Mittlerweile braucht man nicht mehr, wenn man Verteiler legt, anschließt. Muss man ja vorgehen, dann löscht er. Wenn man wieder einen anschließt, also man schließt an, dann kann man noch nicht löschen, dann muss man eine Pumpe starten, dann löscht er. In Version 1.1 war es ja so, man schließt an, der kann es noch nicht, der kann. Jetzt ist es so, dass der anschließt und trotzdem gleich kann. Also braucht man die Pumpe nicht neu starten. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil, finde ich. Habe ich das schon wieder weggestellt? Achso, habe ich Status 2 gedrückt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Segway schon wieder eingerückt. Na gut. So, meine lieben Freunde, ich verabschiede mich bis dahin. Ja, haut rein und tschüssi.